Und dann will ich gleich mal noch kurz schauen, wie es aussieht bei den Oldenburgern. 23 Minuten. Dann kümmere ich mich nämlich auch noch kurz um meine Oldenburger. Das sind mir momentan tatsächlich die wichtigsten Pferde. Die Oldenburger und die Isländer und die Camargue-Pferde. Bei den Oldenburgern habe ich auch eine Gewinnerin dabei, die zeige ich euch gleich noch. Accento ist auch schon gut dabei. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er früher ein Star, ja, er hat ein Star-Predicate, genau, steht oben drin. Der hat scheinbar ein klein wenig verloren. So, da müssen wir hin. Achievements, der hat nämlich, ja, er hat auch schon First, aber seht ihr, ne? Eigentlich nur einmal ist es. Dreimal angezeigt, aber er hat es eigentlich nur einmal. Aber immerhin hat er schon mal wieder ein First Premium. Hat ja auch zweimal Very Good und den Rest Good. Ich denke mal, den kriegen wir auch wieder auf Star Predicate. Art Deco. Er hat schon wieder ein Star Predicate bekommen, was mich sehr, sehr glücklich macht, denn er ist ja wirklich ein sehr, sehr besonderer Hengst mit seiner Farbe. Da bin ich wirklich super happy. Ja, und Falcon Star, meine kleine Stute, sie hat auch gewonnen, denn sie kam vorher nicht über Second hinaus und hat jetzt auch ein Star Predicate bekommen. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und auch Pageno ist auf einem guten Weg. Er ist auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Er hat, ich kann es euch gleich zeigen. So, er hat einmal Very Good, beim Rest Good. Und er ist teilweise schon sehr, sehr knapp dran gewesen am First. Also ich hoffe, dass der auch noch ein Star Predicate bekommt oder zumindest mal irgendwann First Premium schafft. Das wäre definitiv eine schöne Sache. Hallo. Ich würde gerne Quinte versorgen. Es lädt halt momentan immer mal noch wieder ziemlich krass, weil der Server extrem überlastet ist, weil jetzt alle ihre Pferde wieder testen lassen wollen natürlich. Alle wollen wissen, was ist jetzt mit meinem Pferd? Hat es gewonnen? Hat es verloren? Was ist? Und deswegen ist es auch gerade noch so ein kleines Problem mit den Confirmation Shows. Ihr seht auch, es lädt wirklich unheimlich lang. Das ist gerade wirklich noch so das ein oder andere Problem. Sollte jetzt eigentlich... Hä? Nee. Hallo? Aha, es ist aber gezählt worden, glaube ich. Gut, versorgt ist sie auch. Samira hat ein bisschen verloren. Sie würde ich gerne noch in einen Wettbewerb schicken, bevor ich sie trainiere. Eventing ist momentan noch... Dann trainiere ich sie mal noch nicht. So, und Midnight Dream hat leider auch verloren. Sie hat auch kein Star Predicate mehr. Das ist schon schade. Und deswegen sage ich halt momentan auch, muss ich echt nochmal aussortieren, welche Pferde jetzt bei mir bleiben und welche nicht. Von den Oldenburgern werde ich mich definitiv nicht trennen. Die bleiben alle bei mir. Aber wie gesagt, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Wir registrieren die hier mal kurz und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das machen wir jetzt noch gemeinsam. So, View Results. Dann gucken wir doch mal, wie es bei den Oldenburgern aussieht. Guck mal, Falcon Star hat schon wieder ein Schleifchen bekommen. Und Quinte hat es auch geschafft. Das heißt, Quinte hat tatsächlich auch ein bisschen gewonnen. Art Deco ist hier diesmal rausgerutscht, macht nichts. Der hat sein Star Predicate schon. Samira und Midnight Dream, ihr seht, Samira hat 6 Punkte tatsächlich so im Schnitt verloren. Midnight Dream auch 5. Aber Accento und Pageno beide im First Premium. Also meine Hengste haben so ein bisschen gewonnen, das freut mich natürlich. Und wie gesagt, auch Quinte hat gewonnen, denn sie kam nicht über Second hinaus vor diesem Patch. Und jetzt hat sie gerade eben ihr erstes First Premium geholt. Das freut mich. Dann gucken wir jetzt noch rein beim Island-Pferd. View Results, das hätte ich eigentlich auch direkt anklicken können, aber ne, ich bin mal wieder ein bisschen kopfkrapfig unterwegs. So, und ihr seht, meine Isländer haben sich gemacht. Ich war erst schockiert, weil keiner der Isländer mehr in First reingekommen ist.
Ich habe früher auch schon mal meine Fohlen angemeldet, ohne sie vorher versorgt zu haben, einfach weil ich es vergessen habe vorher. Und das hat nie so viele Punkte ausgemacht. Jetzt ist es verdammt wichtiger, meiner Meinung nach wichtiger denn je. Ich glaube, da hat auch irgendwas vorher noch gebackt. Weil meine Isländer haben dadurch teilweise 10 Punkte durch das Verpflegen dazugewonnen. Und das ist schon krass. Fly High, Blom, Krabbler, Bounty, Winder, Hildingur. Seit Lakey hat auch ihr... Oh, das freut mich. Alskai, Bjatler, alle First. Das freut mich unheimlich. Und Silfür ganz knapp dran vorbei. Alvitur auch knapp dran vorbei. Und seht ihr, Skjotjö, 75,75. Wie gesagt, der kam vorher, kam der überhaupt über Third raus? Jetzt ist er sogar Mitte Second. Da bin ich echt froh. Nur Engel ist weiter unter Ferner liefen. Rauf's Jona hat es auch geschafft. Rosetta ganz knapp dran vorbei. Catching Ice sogar auch Second geschafft. Catching Ice kam früher nicht über Third hinaus. Die beiden, ja, das ist halt nicht so gut. Und Baldur scheint sich auch jetzt seinen First wiedergeholt zu haben. Wikingur 75, also ihr seht, der ist solide im Second jetzt drin. Das heißt, ich werde ihn jetzt auch nicht so mega super günstig verkaufen als Deckhengst, aber halt auch, wie gesagt, nicht überteuert. Und ja, das sieht soweit ganz gut aus. Fly High hat damit das Star Predicate, genauso wie Blom, genauso wie Krabbler, genauso wie Bounty, genauso wie Winda. Hildingur hat es jetzt auch bekommen. Seit Lakey, wie gesagt, das ist das erste, deswegen wird es da noch nicht angezeigt. Ich hoffe, sie bekommt es auch wieder. Alskaya hat jetzt auch ein First Premium, ist jetzt auch ein Star Predicate Stütchen, hat sie vorher nicht geschafft. Sie war vorher in Second Premium so ein bisschen versumpft. Bjatla bekommt jetzt auch ihr erstes First Premium. Silfür, Star Predicate. Rauskiona damit jetzt auch Star Predicate bekommen und Baldur hat es auch zurück. Freut mich natürlich sehr. Ja, und jetzt gucken wir doch mal. Der hier ist ja eine Auftragszucht, die Ahaltikina. Ich bin mir jetzt tatsächlich unsicher. Ich wollte sie ursprünglich behalten, weil sie auch eigentlich gar nicht so schlecht waren. Jetzt sind sie beide eher so, Die teste ich nochmal gemeinsam mit euch. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, was ich jetzt mit den beiden mache. Mit den beiden Grazien. Ich werde auf jeden Fall, werde ich sie nochmal testen. Sie sind jetzt beide nur auf Third gekommen. So, weil Ontaria war vorher eine Star Predicate Stute. Oh, Ahaltikina läuft gleich aus. Dann müssen wir schnell gucken. Guck mal, dann können wir auch das Verkaufsfohlen nochmal testen. So, er hat es schon mal nicht geschafft in den Verkauf. Er ist ein Second Premium. Ontaria und Tamira kommen beide nicht mehr über einen ziemlich bescheidenen Wert von Second hinaus. Also ich vermute tatsächlich, dass ich die beiden auch abgeben werde. Bei Tamira hatte sich die Vorbesitzerin schon mal gemeldet. Da hatte ich eigentlich geschrieben, dass ich sie behalten möchte. Aufgrund der eingebrochenen Werte, das klingt jetzt total herzlos, überlege ich jetzt dennoch, sie wegzugeben. Das heißt, jeder, der sein Pferd, sein Vorpferd wiedererkennt, wo ich jetzt sage, okay, ich überlege jetzt Starkes abzugeben, der kann mir gerne in die Kommentare schreiben, du, ich hätte es gern zurück. Dann können wir da gerne schauen, weil schaut, ich habe 72 von 68 Boxen belegt. Ich muss dringend aussortieren. Das ist das Problem. Also Ontaria und Tamira würde ich wohl dann doch beide abgeben und die Ahaltikina an den Nagel hängen. Mit den Arabern warte ich mal noch ein bisschen ab. Kamark-Pferde, die bleiben auch momentan die 5 hier erstmal. Isländer bleiben auch erstmal alle. Ja, die Mustangs, das ist auch so eine Sache. Splatoon wollte ich wahrscheinlich sogar auch verkaufen. Ich werde wahrscheinlich auch Shiseido verkaufen.
Ich muss mal gucken, wer von dem Rest bleibt, aber an Splatoon und Shiseido überlege ich stark. Die Oldenburger bleiben alle, die beiden Quarter bleiben auch, die Trakehner. Ja, ich habe überlegt, ob ich Quintessenz verkaufe, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Ich überlege jetzt auch gerade tatsächlich, ja, die Hengste sind leider auch nicht so gut. Trotzdem überlege ich, es ist schwierig. Ich möchte noch versuchen, einen Rapphengst zu züchten. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich Marcia von Lambrasco decken lassen, sobald Marcia soweit ist, und das wird morgen sein. Und es kann gut sein, dass ich mich dann auch von Lambrasco trenne. Das wird aber noch nicht jetzt sein. Quintessenz wird mich wahrscheinlich verlassen. Und bei den Welsh Ponys werden mich wahrscheinlich verlassen. Tatsächlich Elendil, Lolita und Shakira. Bei Lolita und Shakira bin ich mir schon ziemlich sicher. Ich werde Shakira noch einmal decken lassen von einem Rapphengst, weil ich gerne ein anderes Rappfohlen ganz gerne hätte, am besten eine Stute. Danach wird mich Shakira dann sehr wahrscheinlich verlassen. Ansonsten bin ich dann noch eher unentschlossen. Jason ist ja ein Rapper, aber es ist halt ein Hengst. Hier beiden, seht ihr die beiden noch, die im Verkauf sind. Frei für alle. Aber ja, also Ontaria und Tamira werden mich verlassen. Nochmal zusammenfassend. Ontaria, Tamira. Shiseido. Ich sage jetzt nur, die definitiv gehen. Quintessenz. Lolita wird mich auch definitiv verlassen. Und Rest muss ich mal noch so ein bisschen schauen. Aber die werden definitiv gehen. Auf jeden Fall. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Jetzt, wo ihr die Folge seht, werden die wahrscheinlich, also jetzt im Laufe des Samstags werde ich sie wahrscheinlich reinstellen zum Verkauf. Ich muss mir noch so ein bisschen Gedanken machen, wie hoch. Aber das schauen wir dann. So, und ich lese mir jetzt noch die Nachricht durch von der Sandy. So, also. Hallo Kadi. Also, als allererstes, wir sind gut in den Staaten angekommen, obwohl der Flug dann doch etwas lang und unbequem war. Also das First-Class-Ticket ist wirklich Gold wert. Der Hinflug in der ersten Klasse nach Europa war wirklich sehr angenehm und ging viel schneller. Economy zu reisen und dann auch noch mit zwei Pferden, das war kein Spaß. Wir sind aber jetzt gut auf der Ranch angekommen, die beiden Stuten sind versorgt und ich ausgeschlafen. Also mehr oder weniger? Eher weniger. Jetlag ist einfach nervig. Aber jetzt erstmal vielen Dank für die tollen Tage bei dir in Europa. Es war echt total klasse. Deine Pferde sind einfach zuckersüß und der kleine Wikingür ein absolutes Träumchen. Schade, dass ich ihn nicht mitnehmen durfte. Der Ausflug in den Wildpark war einfach toll. Wer hätte gedacht, dass gleich zwei Kamarkstuten mit mir nach Hause fliegen werden? Heute kamen auch schon die Testergebnisse. Leider haben beide groß G. Brauche ich also einen Deckhengst, der kein Schimmel ist oder zumindest nicht Doppelschimmel hat. In der ersten Show waren die beiden gar nicht so schlecht, die kleinen Mäuse. Vermisse dich jetzt schon ganz arg. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich schick dir und den Pferdis Bussis und bis bald, Sandy. Ja, das heißt, ihr solltet euch ganz, ganz dringend mal anschauen, was die Sandy da so mitgenommen hat, als sie mich in Europa besucht hat. Und wenn ihr wissen möchtet, was ich der Sandy wiederum antworte, dann solltet ihr heute Nachmittag bei ihr auf dem Kanal vorbeischauen, auf Nick Roll. Den Kanal findet ihr natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit verabschiede ich mich dann für heute von euch und ja, also wenn ihr Interesse an einem der besagten Pferde habt oder wenn ihr der Vorbesitzer wart, jetzt von Ontaria oder Tamira zum Beispiel, und ihr sie zurückkaufen möchtet oder eben auch Little Princess an Märchen, sagt mir Bescheid, ansonsten werde ich sie einfach, also die Pferde, die keinen Vorbesitzer hatten, stelle ich dann heute jetzt im Laufe des Samstages schon mal rein. Und
sobald ich wieder alles geordnet habe, ich euch sagen kann, welche Pferde bleiben, welche nicht, dann mache ich auch ganz normal weiter mit den Auftragszuchten. Allerdings muss ich da auch klar sagen, manche Stuten, gerade bei den Isländern, die gerade noch Fohlen sind, werden dann auch erstmal für mich ein Fohlen bekommen. Auf jeden Fall mal eins. Das wird dann aber auch noch in der Tabelle vermerkt werden. Und dann trage ich euch aber trotzdem schon der Reihe nach ein, dass ihr einfach schon einen festen Platz auf der Warteliste habt. Also dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!